Ein Tatort wird untersucht. Am Freitag, dem 14. Januar gegen 18 Uhr wurden an diesem Personaleingang zwei Bankangestellte überfallen. Vorspiel für einen Raub, der dem Täter mehrere 10.000 Euro einbrachte. Die Fahndung nach dem Bankräuber ist schwierig. Es gibt nur wenige Hinweise auf seine Person. Ja, wir haben hier an der Tür daktyloskopische Spuren gefunden, das heißt Finger- und Handflächenspuren. Die haben wir dann abgeglichen mit den Berechtigten. Die stammen von den Angestellten hier in der Bank. Einige Spuren sind aber noch offen, die sind noch nicht untersucht. Getroffen hat es eine Filiale der Raiffeisenbank im oberfränkischen Döhlau bei Hof. An jenem Freitag schlossen die beiden Angestellten die Bank wie üblich um 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wartete der Täter bereits vor dem noch geschlossenen Personaleingang an der Rückseite des Gebäudes. Als die beiden Frauen nichtsahnend die Tür öffneten, drängte sie der Unbekannte mit gezogener Waffe zurück in die Geschäftsräume. Dabei! Dabei, dabei, schnell, schnell, rief er und ließ sich durch die Bank direkt zum Tresor führen. Er hat nicht sehr viel gesprochen. Er hat alles mit Gestik gemacht, mit Andeutungen. Er hat vielleicht 3-4 Wörter gesprochen. Das andere war alles mit Gestik. Er war selber etwas nervös, das hat man gemerkt. Während sich Petra S. vor dem Tresor niederknien muss, öffnet ihre Kollegin den damals noch nicht zeitschlossgesicherten Geldschrank. Dann muss auch sie auf den Boden. Für die beiden Frauen eine extrem belastende Situation. Man traut sich auch nicht, irgendwie sich zu bewegen oder sonst was, vor allem wenn man die Waffe eben im Rücken hat. Ich habe mir dann immer nur gedacht, ich muss mir so viel wie möglich merken, dass ich es der Polizei weitergeben kann. Nachdem der Täter das Geld in eine mitgebrachte Plastiktüte gepackt hat, treibt er die beiden Frauen wieder aus dem Schalterraum. Sie haben keine Chance, durch in der Bank versteckte Tasten einen Alarm auszulösen. Nachdem die Überwachungskamera aktiviert werden muss durch einen Alarmmelder und die beiden Damen mussten sich auf den Boden knien, weil ich hatte keine die Möglichkeit gehabt, so einen Alarmtaster auch auszulösen. Deshalb wurden von der Kamera auch keine Bilder geschossen. Der Bankräuber drängt die beiden Angestellten in den Toilettenraum. Trotz ihrer Angst kann Petra S. dabei einige Beobachtungen machen. Er hatte einen runzligen Hals, was darauf hindeutet, dass er schon etwas älter war, also dass er nicht mehr sehr jung war. Und er, dadurch, dass ich ihm immer mal näher gekommen bin, habe ich festgestellt, dass er etwas einen unangenehmen Geruch an sich hatte. Handy! Ich habe kein Handy! Handy! Ich habe kein Handy! Zum Schluss fordert der Täter von den Frauen noch die Herausgabe ihrer Handys. Doch sie haben keine, sagen sie. In Wirklichkeit hat Petra S. ein Mobiltelefon in ihrem Korb versteckt und verständigt damit um 18.07 Uhr die Polizei. Hallo Polizei? Als die kurz darauf eintrifft, ist der Täter verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat gut vorbereitet war. Er muss mit Sicherheit im Vorfeld vor dem Überfall die Bank ausbaldowert haben. Er kannte die Abläufe in der Bank und die Geschäftszeiten. Wir gehen davon aus, dass er vielleicht irgendwo sogar ein Fluchtfahrzeug hatte, weil hier die Anbindung an die nahegelegene Bundesstraße und auch die Autobahnen dann sehr nahe sind, die er als Fluchtwege nutzen kann. Keine 150 Meter von der Bank entfernt führt ein Autobahnzubringer zur A93 Regensburg-Dresden. Der Unbekannte war auffällig schlank, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er trug einen olivgrünen Parka, eine grauschwarze Jeans und schwarze Schuhe. Er sprach gebrochen Deutsch, vielleicht ein Trick. Bei der Flucht hielt er eine rot-weiße Plastiktüte mit dem Geld in der Hand. Er hat am 14. Januar zum Zeitpunkt des Überfalls etwa zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr Auffälligkeiten im Bereich der Bankfiliale bemerkt. Wem ist der Räuber mit der auffällig rot-weißen Plastiktüte während seiner Flucht im Bereich der Hoferstraße begegnet? Oder wem sind verdächtige oder auswärtige Fahrzeuge im Bereich der Bank aufgefallen, in denen eventuell sogar ein Komplize des Täters gesessen hat? Hinweise bitte an die Kripo Hof, Telefon 09281 7040.